Jetzt schauen wir uns mal nochmal Agenturmeldungen ein bisschen näher an. Agenturmeldungen sind tägliches Brot, tägliches Handwerkzeug eines Redakteurs. Agenturmeldungen sind sicher. Es gibt eine große Anzahl von Agenturdienstleistern. In Deutschland ist das AFP, APA, DPA, Deutscher Depeschendienst, Reuters, STA, SIT, da gibt es mehrere, ein paar mehr. Und das sind nur die Deutschen, gibt es weltweit eine ganze Menge, die über Wort, Bild, Grafik und Ton die Medienhäuser mit aktuellen Nachrichten versorgen. Dieses Rohmaterial ist häufig der Ausgangspunkt für einen redaktionellen Beitrag. Auf der linken Seite, wir haben diesen Topf von Agenturmeldungen. Und wo wollen wir hin? Wir wollen auf der rechten Seite hin zu so einem Tech-Gruppen, Clustern, zu Themen, die sich mit verwandten Beiträgen, verwandten Nachrichten gruppieren lassen. Dabei spielen Begriffe auf dem Weg von den unstrukturierten, sagen wir mal, Agenturmeldungen hin zu sortierten Clustern Begriffe wie Ranking und Anomalie-Detection eine Rolle. Unter Ranking versteht man die Wertigkeit von einer Meldung, von einem Bild. Das wirkt sich dadurch aus, zum Beispiel auf Webseiten, wo wird eine Webseite gelistet? Oder bei einem Twitter-Feed, wie viele Follower hat jemand? Bei einer Agenturmeldung, wie wertvoll ist die Agenturmeldung, wie zeitnah? Ranking spielt insofern, es ist eine Einflussgröße, um dann eine Agenturmeldung so zu bewerten, dass die irgendwo ganz oben in einer wichtigen Tech-Gruppe landet. Ein weiterer Begriff ist hier die Anomalie-Detection. Bei Anomalie-Detection versteht man zum Beispiel, dass das Wort große Koalition, das Wort groß und Koalition unabhängig betrachtet, das sind, sagen wir mal, es ist kein Wort, das ist jetzt besonders ins Auge sticht. Erst durch das, dass große Koalition sehr häufig verwendet wird und genau in dieser Kombination gibt es einen neuen Begriff, das ist Anomalie, das ist dann was Besonderes. Und solche Anomalien erkennt der Big Data Ansatz, der generiert die automatisch. Und große Koalition ist ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel sowas wie Stresstest, Wutbürger, Finanzkrise, Klimakatastrophe. Das sind lauter Wörter, die irgendwo zusammengesetzt werden aus einzelnen Wörtern, die unabhängig voneinander relativ wenig sagen und erst in der Kombination mit der entsprechenden Häufigkeit dann an Wichtigkeit gewinnen. Und auf Basis von solchen Methoden werden dann diese Tech-Gruppen erstellt. Für den Redakteur hat das den Vorteil, dass der quasi dann auf so Tech-Gruppen zugreifen kann. Er muss das nicht machen, aber er kann sich dessen die Hilfe nehmen, sich die Daten vorbereiten lassen und dann gezielter darauf losgehen und dann gezielter einen Beitrag schreiben. Typisches Beispiel für sowas wäre zum Beispiel, so eine Tech-Gruppe wäre so eine Meldung, wie man es jetzt bei der Olympiade in Sochi gehabt hat, die Maria Höfl-Riesch, Silber in Super-G nach Kombi Gold, das ist getaggt mit Sochi, Super-G und finden Sie so im Twitter. Also die Twitter macht es vor, was wir vorschlagen, was man auch mit Agenturmeldungen im Verbund mit Agenturen und Twitter machen kann. Was man dann natürlich machen kann, ist in einem nächsten Schritt, dass man so eine Agenturmeldung nimmt aus einer Gruppe 1 und dann weiter mit dem in Twitter weiterforscht. Das sehen wir jetzt hier auf der Folie. Wir haben jetzt oben links Tweets. Tweets ist nichts Neues. Jeder, der im Internet unterwegs ist, weiß, dass sich dahinter ein Zwitschern verbirgt. Wir sprechen hier von Kurznachrichten, die ausgesandt werden. Die Nutzer von Twitter haben eigene Accounts, maximal 140 Zeichen Länge. Andere Nutzer können diese Tweets abonnieren und zum Beispiel auch Twitter-Follower entsprechend werden. Das heißt, das können einzelne Personen sein, das können Firmen sein. Wenn Sie heute zum Beispiel hergehen und Nachrichten angucken, dann können Sie von allen namenhaften Nachrichtenherstellern, können Sie die über
über RSS-Feeds abrufen, Sie können auf Twitter die Nachrichten abrufen. Es ist einfach ein neues, weiteres Medium, wie Nachrichten verbreitet werden. Jetzt kann ich natürlich dann so ein Tag aus der linken Gruppe nehmen und dann eine Suche über die ganzen Twitter-Meldungen machen und kriege so dann zusätzliche Informationen, die ich dann als Redakteur verwenden kann, um meinen späteren Beitrag zu schreiben. Im nächsten Schritt stellen wir einen Rohbeitrag. Wir nehmen also zum Beispiel Agenturmeldungen aus dem einen Topf, Textos Gruppe 1. Wir haben dann entsprechende Meldungen, das sind die Orangen auf der rechten Seite, entsprechende Twitter-Meldungen gefunden, die darauf einen Bezug haben. Und aus beiden erstellen wir dann einen Beitrag, den wir dann später mal, sagen wir, publizieren wollen. Beispiel wäre dazu wieder, was über Twitter am Wochenende drüber gegangen war, ist: Herzlichen Glückwunsch, Maria Höfler-Riesch, eine super Leistung im Super-G, führt zur Silbermedaille bei der Olympiade in Sochi. Genauso wie die Meldung jetzt gesagt hat, so ist die über den Äther gegangen. Und solche Informationen wird man dann paaren mit einer Live-Agenturmeldung, die zum Beispiel von Reuters kommt. Wenn wir den Beitrag erstellt haben als Redakteur, dann muss zwangsläufig nicht der Beitrag sofort publiziert werden, in derselben Sekunde, wenn wir gerade mit dem Erstellen fertig sind. Das bringt uns auf die nächste Folie. Es vergeht zwischen dem Fertigstellen eines Beitrags bis zur Veröffentlichung, dem Publizieren vergeht eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit kann man optimalerweise nutzen, wenn man Big Data einsetzt. Wir müssen wissen, hier die einzelnen Personen, die in dem Kreis drin sind, das sind, ich sage mal in Anführungsstrichen, Feld- und Wiesenredakteure. Ich meine, es ist jeder Consumer, der Sohn, den mein Kollege vorher gesagt hat, jeder wird ja eigentlich in so einem Modell selbst zum Redakteur. Indem ich dann irgendwas kommentiere auf Twitter, werde ich so gesehen in der ganzen Datenflut selbst zum Redakteur. Und diese ganzen Informationen, die zwischen ersten Erstellen und zwischen Publizieren, kann man mit Big Data wieder einfließen lassen und seinen Beitrag quasi während dessen, bis er on air geht, in Anführungsstrichen, nacharbeiten, aktualisieren. Die letzten Meinungen mit einfließen lassen. Zurück zur Olympiade war das sowas wie zwischen Lauf 1 und Lauf 2 von unserer Maria Höfler-Riesch. Hat die ursprünglich mal auf Goldkurs gelegen und ist dann zurückgefallen auf die Silbermedaille, weil sie einen Rückstand von 0,55 Sekunden zu einer österreichischen Rennläuferin Anna Feininger hatte. Das heißt also, zwischen Lauf 1 und Lauf 2, das ist quasi der Kreis, der wurde beschreibt, bis er final fertig war, da sind viele Meldungen reingekommen, die das kommentiert haben. Und mit Big Data ist der Anwender, der Redakteur, in der Lage, diese Information schnell abzugreifen und schnell zu verwerten. Wenn ich jetzt auf herkömmliche Agenturmeldungen angewiesen bin, dann habe ich nicht die Möglichkeiten, dann kriege ich die Informationen gar nicht. Das muss mehr oder weniger live sein und bedient sich dann Twitter, RSS und andere Social Networks. Damit so ein System funktionieren kann, man muss sich vorstellen, hier sind viele Anwender unterwegs, die kommentieren. Damit man live kommentieren kann, brauche ich ein entsprechendes Gerät, ein Mobile-Gerät. Ich muss unabhängig, wo ich bin, muss ich die Meldungen kommentieren können. Ist eminent wichtig, dass man sich auf das ganze System verlassen kann. Verlassen, was heißt das? Verlassen, das haben wir ein paar schöne Passwörter hingeschrieben. Mobility durch die Sicherheit in der Cloud und Compliance und Governance. Bei der Compliance geht es vor allem um Informationssicherheit, Verfügbarkeit und Datenschutz. Und bei Governance geht es um
Umsetzen von Unternehmenszielen, Strategien. Das Ganze hat irgendwo mit Big Data zu tun, weil Big Data lässt sich umschreiben mit drei großen Vs. Ein V steht für Volume, das ist die ansteigende Datenmenge, die erzeugt wird. Das wächst permanent. Ein weiteres V steht für Velocity, das ist die Geschwindigkeit, mit der Daten erzeugt und verwertet werden. Und das dritte ist Variety. Und dann gäbe es noch ein viertes, das auf Deutsch Vertrauen. Man muss sich auf das, was man hier erzeugt, man muss sich sicher sein, dass diese Daten nicht gefälscht sind, dass die nicht irgendwie beeinflusst worden sind, dass die Meldung, die ich gerade kommentiert habe, nicht umgebaut worden ist und dann ganz eine andere Aussage trifft. Und unter den Gesichtspunkten muss man sich auf das System verlassen können und diese Technologie stellt diese Anforderungen an Big Data sicher. In der letzten Folie haben wir ein Implementierungsbeispiel dargestellt, wie man sich so ein System in der Zukunft heute, die Zukunft hat bereits begonnen, vorstellen kann. Wir starten hier in der Mitte, in dem grünen Bereich. Das sind Redaktionen, Redaktionssysteme. Es gibt Redaktionssysteme im Fernsehbereich, im Online-, im Radiobereich. Mit diesen Redaktionssystemen, da werden Beiträge erfasst, Videos eingespielt, Agenturen, man nennt es Ingest, man recherchiert auf den Daten, man will ja einen Beitrag schreiben, dieser Beitrag geht in eine Sendeplanung, zum Schluss kommt eine Playlist raus, da sind Werbeelemente drin, eine ganze Sendung, so ich sag mal wie eine Nachrichtensendung, die im Abend zieht oder eine Magazinsendung, die wird komplett erstellt. Das ist Status Quo, wie heute Systeme arbeiten. Da gibt es mehrere Hersteller auf dem Markt und das funktioniert soweit ganz ordentlich. Darunter, was spezifische Gerätesteuerung betrifft, ist natürlich dann abhängig, bin ich in der Fernsehwelt, dann muss man vielleicht einen Teleprompter ansteuern, hat man Grafiken, muss man entsprechende Grafikmaschinen, Videoserver, im Hörfunk hat man entsprechendes Playout, Online-Webauftritt. Die Welt wird tagtäglich gelebt. Jeder Fernsehsender, jeder Hörfunk, jede Online-Redaktion hat entsprechende Systeme. Was heute noch abgeht, das ist die lila Schicht oben drüber. Wir haben das Journalist Portal genannt. Journalist Portal wurde, sagen wir mal, angedacht von der BBC. Die BBC hat vor einigen Jahren so ein Journalist Portal Requirement White Paper erstellt. Da geht es vor allem um die Kollaboration, um das Teaming, um das Zusammenarbeiten, um das Kommentieren, sodass sehr viele Redaktionen zusammenarbeiten können. Diese Redaktionen können örtlich über die ganze Welt verteilt werden. Da kommt es davon, wie groß dieses Medienhaus ist. Und das ist ja insgesamt eine der Herausforderungen, dass man viele dedizierte Systeme hat, die unter ein Dach zu bringen. Darum auch von uns schon so auch dargestellt, oben drauf als Dach, als übergreifend. Eine weitere Herausforderung ist natürlich, dass der Mensch an sich muss sich ändern, weil das ist eher noch eine Kultur der Innengeheimhaltung oder des internen Wettbewerbs. Man ist ja als Redakteur vielleicht nicht so geneigt, dass man das, was man jetzt entwirft, die Kreativität, sofort mit Kollegen zu teilen. Also das muss mehr in ein Teaming gehen. Und das Dritte, was auch wesentlich ist, man muss weg von dieser Push-Kultur kommen. Das, was mein Kollege vorher gesagt hat, dieses Attachen von Informationen zum E-Mail, das Versenden, das sorgt ja dafür, dass es so eine Art Spam-Kultur wird. Man wird zugemüllt, man entscheidet sehr schnell und sagt dann gut oder schlecht und schmeißt dann vielleicht das Richtige weg. Auf alle Fälle, was damit einhergeht, ist, die Informationen, die werden eigentlich systembedingt abgewertet. Daher sagen wir, okay, das, was die BBC gemacht hat, ist der richtige Weg. Das übernehmen wir auch geistig. Das heißt also, kollaborieren, alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, zu jeder Zeit an jedem Ort. Das ist wieder das mit Mobility, Security. Aber zusätzlich noch den Big Data Ansatz mit aufzunehmen. Und mit Big Data dann statt einer Push-Kultur in eine Analysekultur zu kommen. Das war's.